Mit dem Iframe Generator kann ich quasi jede Website als Iframe mir erstellen lassen in einem HTML-Code. Quasi jede Website, bei manchen Sachen geht es nicht, zum Beispiel Twitter blockiert es, da muss man irgendwie ein bisschen anders vorgehen, aber sagen wir mal CNN oder Spiegel oder Fox News oder irgendwas. Ich kann hier oben Namen dafür eingeben, weil ich den eigentlich nicht so wirklich brauche. Die Breite und die Höhe kann ich eingeben. Da kann man jetzt überlegen, ob man in Pixel oder in Prozent vorgeht. Am besten mal ausprobieren. Weil die Prozente, die gehen halt dann immer in Richtung, wie viel Platz hat man denn zum Beispiel auf seiner Website. Ich werde es nachher zeigen, wie man das in Moodle reinbaut. Dann kann ich hier entweder sagen, scrollen lasse ich zu oder nicht. Macht natürlich vielleicht Sinn, wenn ich das mal zulasse gleich. Ich kann hier noch die Breite von so einer Abtrennung machen und von einem Rand. Und dann kann das ganze Ding auch noch eine Farbe haben. Da müssten wir jetzt einen Hexadezimalcode eingeben. Das kann man einfach mal googeln. Da kann man sich anzeigen lassen. Wir machen das jetzt einfach mal ganz einfach. Ich gebe jetzt hier mal spiegel.de 600 auf 400. Gucken wir mal ein Preview an. Geht nicht. Okay, also. HTTPS. So. Jetzt. Und dann drücke ich auf Preview und dann sagt er mir, so wird das aussehen. Ne? Ich kann hier scrollen. Okay, man sieht außenrum ist ein bisschen weißer Rand. Tipptopp, aber jetzt ist mir das mit 600 einfach noch ein bisschen wenig breit. Machen mal auf 800. Aber nicht auf Prozent, sondern Pixel logischerweise. Gucken wir nochmal den Preview an. So gefällt es mir irgendwie. Ich kann da drin dann auch rumklicken, ne? Akzeptieren und weiter. Jetzt habe ich einen Browser, bei dem das nicht funktioniert, aber das Prinzip ist, glaube ich, klar. Und dann kann ich mir den Code generieren lassen. Der sieht dann so aus. Kopiere den in die Zwischenablage. Gehe dann zum Beispiel in Moodle rein. Gehe auf Aktivität Material. Grundsätzlich kann ich so ein Iframe ja überall einbetten, wo ich ein Texteditorfeld habe. Ich werde das jetzt mal zeigen an einem ganz normalen Textfeld. Wichtig, hier Menüleiste umschalten, dann runter den HTML-Code suchen oder den HTML-Eingabebereich. Was hier schon drin ist, kann ich lassen, kann ich auch rausmachen. Mit STRG-V oder Rechtsklick einfügen, das einfügen. Und dann zeigt er mir hier schon an, dass diese Website dann drin sein wird. Und so wird die dann angezeigt.